Ich beruhige Herzen. Ich bringe die Herzen zum Lachen. Helsana, die Krankenversicherung der Schweiz, präsentiert Eschbach. Willkommen bei Eschbacher. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie Ihren Gastgeber. Grüß euch miteinander, meine Lieben. Schön, seid ihr da, liebe Gäste daheim. Herzlich willkommen bei uns im Labor. Meine Damen und Herren, ich freue mich mit euch, heute Abend so in vier Lebensgeschichten einzutauchen, die zeigen, wie fragil und zerbrechlich eigentlich unser Dasein ist. Und wer es schafft, mit diesen Tücken vom Schicksal umzugehen, der kommt vielleicht sogar zu völlig neuen Einsichten und Ansichten. Und genau von dem erzählen die folgenden Gäste. Sie hat als Mutter etwas vom Schlimmsten erlebt. Ihr Baby ist plötzlich gestorben. Wir erfahren, was es heisst, mit diesem Schicksalsschlag umzugehen und trotzdem dem Leben positiv gegenüberzustehen. Als Appenzeller Bauernsohn hat er sich mit Liebe und Seelen Tanz verschrieben und ist heute einer der weltbesten Choreografen. Und das Zürcher Langstrassenquartier ist seine Heimat. Inspiriert vom Kreis Keib schreibt er überraschend poetische Lieder und ist in diesem Quartier ein hartes Faktotum. Ja, und anfangen, meine Damen und Herren, wollen wir den heutigen Abend mit einem Handwerk, das eigentlich nur noch eine Handvoll von Leuten überhaupt kennen. Mein erster Gesprächspartner ist einer davon. Er macht nämlich aus Haar, Menschenhaar, Schmuck. Ja, also, was es eigentlich heisst, etwas, das im 19. Jahrhundert noch gang und gäbe war und sehr verbreitet, heutzutage noch zu machen, das erzählt er uns. Er macht nämlich aus einer Buschel der Haar sättige Schmuck, z.B. eine Halskette oder eine Uhrenkette, Ohrenclips oder eine Brosche. Wie es überhaupt dazu kommt, aus einem alten Zopf ein wunderschönes neues Schmuckstück zu machen, das erzählt uns der Jakob Schiess. Herr Schiess, guten Abend. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Danke. Herr Schiess, ihr habt euch sozusagen mit Haut und Haar den Haar verschrieben. Wie ist es denn überhaupt zu dieser Leidenschaft gekommen bei euch? Also, bevor ich mit dem angefangen habe, hatte ich eine andere Leidenschaft. Ich habe neben dem Geschäft, das wir geführt haben, meine Frau und ich, habe ich noch das Appenzeller Brauchtum mit Leidenschaft betrieben. Mhm. Und nach meinem Unfall vor 16 Jahren ist das nicht mehr gleich gut gegangen. Und da habe ich etwas Neues gesucht, das ich wieder mit meinen Händen als Hobby betreiben kann. Und da hatte ich so eine Uhrenkette aus Haar in der Hand und das Gefühl, mit dem, das muss ich können. Also, das ist so eine Uhrenkette, die auch im Appenzell immer noch ein Teil des Brauchtums ist? Nein, das ist nicht eine, die das Brauchtum ist bei uns im Appenzellerland. Da ist eine Silberkette. Die Uhrenkette, die hat man im gesamten mitteleuropäischen Raum hat man die getragen gehabt. Mhm. In der ganzen Schweiz. Also ich denke, es gibt Grossväter, Urgrossväter, die noch solche Uhrenkette getragen haben. Ja. Jetzt, Haar war ja auch in der Mythologie immer etwas ganz Wichtiges gewesen. Als der Samson das Haar verloren hat, dann hat er die ganze Kraft verloren. Haar bedeutet irgendetwas auch sehr Symbolisches bei den Menschen, oder? Sehr, ja. Man sieht ja aus dem Haar aus auch heute, tut man ja Analysen machen, wenn man vor allem Leute, die wissen wollen, wie gesund das sind und was ihre Krankheit überhaupt bedeutet. Aber auch wenn man Gräber aufmacht, von Mumien oder auch von Tieren, die man findet, das erste, was man suchen ist Haar. Weil aus dem Haar raus sieht man natürlich sehr viel, woher kommt die Person, wie hat sie gelebt, was hat sie gegessen. Ja. Ich habe gesagt, im 19. Jahrhundert waren solche Schmuckstücke sehr en vogue. Die Königin Victoria von England und das ganze Biedermeier hat das gemacht. Zu welchen Gelegenheiten hat man den Haarschmuck gemacht? Also eben nachdem das in die Barockzeit vergangen ist, haben ja die Perückenmacher und Friseure Novizinnen in den Klostern wieder neue Arbeit haben. Also sie haben nicht mehr zu tun gehabt, nicht voluminöse Perücken bauen. Genau. Und dann haben die angefangen, Haar kunstvoll verarbeiten. Königin Victoria, wie Sie angesprochen haben, die hat natürlich dann
dem Haarschmuck einen sehr hohen Stellenwert gegeben. Sie hat sogar gesagt, kunstvoll verarbeitetes Haar ist gleich viel wert wie Gold und Silber. Und zu welchen Gelegenheiten hat man sich denn den Schmuck gemacht? Das war teilweise sehr sentimental gewesen. Man hat neben dem Schmuck, den ich jetzt hier habe, hat man auch Haarbilder gemacht, die man zum Beispiel für Taufen hatte, für Heiraten, aber auch für, wenn jemand gestorben ist. Mhm. Der Schmuck, den ich hier habe, den man früher hatte, hat vielleicht die Geliebteste am Geliebtesten zur Verlobung oder zum Hochzeiten eine Uhrenkette gemacht. Also sie hat den Zopf abgeschnitten, genau, und das am Haarkünstler gegeben. Richtig. Und hat dem Schatz nachher ein Köttchen geschenkt. Richtig. Sozusagen, genau, als Beweis von der ewigen Liebe. Zum Beispiel. Jetzt sieht man da, das ist ganz kunstvoll gemacht. Und ich stelle mir natürlich die Frage, Haare sind etwas Fragiles. Wie entsteht denn überhaupt so ein Schmuckstück aus Haar? Also, was braucht ihr? Ich brauche einen Zopf. Ja, den kann ich jetzt haben leider nicht bieten. Aber das heisst, also, ihr geht sozusagen hausieren und sagt, Jungs, Mädchen, der hat wunderschöne lange Haare, darf ich sie abholen? Dann kommt ein bisschen Probleme über. Ja. Nein, die Haarzöpfe, die ich hier habe, die bringen mir die Leute. Und die kommen manchmal und sagen, ja, ich habe hier noch einen Haarzopf, wo ich gerne ein Schmuckstück daraus hätte. Ein Jugendzopf, wo irgendwo in der Schublade liegen würde und sonst auch keinen Wert bringen würde. Und so hat man natürlich dann ein schönes Erinnerungsstück an sich selber, mhm, oder wo man natürlich auch wieder weiterschenken kann. Ja, jetzt also, wie macht man aus diesem Zopf Schmuck und die Kunst? Also, ihr habt hier so ein Vehikel. Was ist das genau? Das ist eine Jatte. Eine Jatte? Eine Jatte. Das ist sozusagen der Webstuhl für einen Haarkünstler. Genau, richtig. Ja. Mhm. Da drauf tue ich mein Haar einspannen. Also, ich tue aus dem Haarzopf raus, tue ich zuerst einzelne Haarsträhnchen machen, je nachdem, was für ein Flechtmuster das ich habe. Gottes Willen. Tue ich die einzelnen Haare aufspannen. Also, das wären jetzt so ein paar Haare gewesen, da. Genau. Aha. Oh, ich habe schon hier Geduld verloren. Also, und jetzt muss man die aufspannen, da drin. Richtig, und die müssen ganz genau aufgespannt sein, damit es ja keine Blattern gibt, weil sonst das Geflecht nicht schön wird. Oder? Aha. Und da habe ich jetzt zum Beispiel 48 Haarfäden parat gemacht, ja, mit je 10 Haaren. Und also, die müssen genau was, stimmen. Das sind schon Haare? Das sind Haare, ja, je 10. Und die tut ihr so zusammenwursteln? Nein, oder? Die tue ich ganz einfach einzeln so aus dem Zopf rausziehen, dass ich nachher die Haare nachher hier dran knüpfen kann. Und wenn ich es nachher zentriert habe. Das ist mir lieber, dir mache ich das als ich. Ja gut, also jetzt haben wir mal die Haare aus mit irgendwelchen Bewegungen da dran. Und jetzt? Und dann habe ich je nachdem einen Flechtbrief, wo mir sagt, was für ein Muster das ich flechten muss. Also ein Schweizer Schnittmuster. Genau. Oder Strickmuster, besser gesagt. Richtig. Oder? Also ob ich gerne ein Hohlgeflecht mache, aha, wo ich nachher eine Form einfüllen kann. Ja. Oder ob ich gerne möchte ein Schnürli, so sagen wir dem, einfach ein Schnürli flechten möchte. Jawohl. Das mache ich alles da drauf machen. Ja, also der hat so das Strickmuster und nach dem fährt er einfach die Plämpel bewegen. Genau, dann tue ich dann da, je nachdem, wie es jetzt der Schnittmuster sagt oder der Flechtbrief sagt, tue ich dann das Haar überlegen, damit es nachher dann schlussendlich das entsprechende Muster gibt. Das ist ja Wahnsinn. Und so gehe ich Durchgang für Durchgang durch. Und ihr wisst immer, wo ihr seid bleiben stecken? Ja, das ist wie Lismen. Das ist wie Lismen. Ja. Wenn man es mal kann, dann kann man so im Schlaf. Ja. Jetzt, wie lange arbeitet man denn, für zum Beispiel so ein Bracelet zu machen? Also da ist es natürlich so, das sind etwa 27 geflochtene Teile, mhm, solche Teile. Bis ich die Jatte so eingespannt habe, wie sie da steht, habe ich 9 Stunden. Aha. Und je nach Flechtmuster habe ich pro Zentimeter Stand zum Flechten. Ich will jetzt da nicht ausrechnen, aber das ist etwa ein halbes Jahr, oder? Kommt darauf an, wie viel Zeit das man hat. Ja. ja, also ich muss natürlich die Leute vielfach vertrösten, dass es manchmal länger geht, bis, mhm, ein Schmuckstück fertig, mhm, ist. Aber die Vorfreude ist ja die grösste Freude. Das stimmt. Und kann man jedes Haar verarbeiten? Also wenn man ja im Fernsehen die Werbung anschaut, dann jammern alle über brüchiges Haar. Genau. Hat man da als Haarkünstler auch das Problem? Es gibt Haare, also man sieht natürlich, wie wir gerade am Anfang gesagt haben, man sieht natürlich schon aus dem Haar, wie die Leute vielleicht gelebt haben. Vor allem aus der früheren Zeit. Wenn so ein kräftiger Zopf kommt, dann nehme ich natürlich eher an, dass vielleicht die Person in einer guten Familie aufgewachsen ist, wo das Lebensmittel auch ein bisschen individuell abwechslungsreicher, mhm, war. Wenn es feines Haar kommt, brüchiges Haar kommt,
kann es natürlich gut zusammenhängen. Muss man, wenn so mal eine Basis da ist, das noch behandeln? Nein. Wie der Coiffeur? Nein, ich tue das Haar überhaupt nicht behandeln. Ja. Ich tue Naturhaar, ungefärbtes Haar, unbehandeltes Haar, weil unbehandeltes Haar hat seinen Glanz. Das gefärbte Haar, das verliert mit der Zeit den Glanz. Mhm. Wenn ich es nach einer fertig geflochten habe, dann tue ich es noch im destillierten Wasser kochen, damit es einfach die Form kann behalten kann. Ja. Das ist wie eine Duwelle, die ich dann nachher zum Weiterverarbeiten brauche. Aha. Aber so wie es ist, ist das stark wie eine Drahtzähle. Und der Trick ist ja der, jetzt hat man also mal das Bändeli, jetzt muss man das ja irgendwie verbinden mit dem Ende, mit dem Gold. Mit dem Edelmetall, ja. Wie läuft denn das? Also ich tue zum Beispiel beim Goldschmied oder beim Edelmetallhersteller tue ich genau sagen, was er muss machen mehr, also auf den Zehntelsmillimeter genau. Und nachher bringt er mir das Rohmaterial, das ich nachher wieder zusammenklebe. Also quasi fassen tue auch ich wieder. Gibt es da einen Markt? Habt ihr viel zu tun? Einen Markt gibt es schon. Also es hat immer noch mehr Freunde, die gerne und Freude haben am Haarschmuck. Und seit ich jetzt hier ein bisschen dran bin, merke ich, dass es noch mehr Leute eigentlich haben, die unheimlich Freude haben am Haarschmuck. Und denke, es ist ein bestehender Markt, der wachsen tut. Ja. Sind einer der wenigen? Jetzt, ich weiss, ich habe nicht so langes Haar. Könnte man aus dem, wenn ich jetzt eine Glatze würde rasieren, etwas machen? Leider nicht. Leider nicht? Leider nicht, nein. Wieso nicht? Mindestens 20 cm sollte es haben. Das sieht man ja hier auf der Jatte, weil es braucht schon ein bisschen längeres Haar. Und ansetzen geht nicht. Aha. Also der kürzeste Haarfaden sagt, wie lange ich flechten kann. Und darum ansetzen also geht dann nicht. Muss ich es noch ein bisschen wachsen? Ein bisschen. Bei zwei, drei Jahren. Zwei, drei Jahre? Ja, ja. Gut, dann komme ich wieder in zwei, drei Jahren. Herzlichen Dank für den Einblick. Es ist eine wunderbare, wirklich kunstvolle Art, mit einem Stoff umzugehen. Man hat das Gefühl, das kann man nur einen Abschnitt und der Coiffeur wischt es zusammen und schießt es fort. Ja, also es hat immer noch. Es hat auch potenzielle Lieferanten. Danke vielmals, Herr Schild. Danke auch. Alles Gute. Bitte danke. Vielen herzlichen Dank. Danke auch. Spannend, he? Aus so einem fragilen Stoff wieder etwas zu machen. Ja, und jetzt machen wir einen Abstecher in das Zürcher Langstrassenquartier oder den Kreis Keib, wie man ihm auch sagt. Ein Ort, der natürlich schon längstens über die Stadtgrenzen aus bekannt worden ist. Als eine Ecke, wo ein Schmelztiegel ist für die unterschiedlichsten Kulturen, aber auch eine Ecke, wo jeweils im harten Ausgang das Nachtleben einiges zu bieten hat. Und mein nächster Gesprächspartner ist dort absolut daheim. Er kennt seine Pappenheimer in- und auswendig, denn schließlich ist er als Partyveranstalter und Türsteher tätig. Aber daneben hat er noch ganz eine andere, fragile, zerbrechliche Seite. Er macht nämlich wunderbare, poetische Texte über das, was er so den lieblangen Tag beobachten kann. Herzlich willkommen, Daniel Bachmann alias Score. Daniel, willkommen. Schön, dass du da Diese Haare wären ideal für irgendein Köttchen oder eine Brosche oder Ohrclips. Oder hast du zugelassen vorhin? Ja, für eine Sprungfeder vielleicht oder so. Nein, nein, nein. Hättest du Lust auf ein so Schmuckstück? Natürlich. Ja, wenn ich es nachher begutachten darf, hätte ich sicher Freude. Wie hat das Scherli? Ist gut vorbereitet, habe ich gehört. Er weiss, es läuft. Ja, natürlich. Ja. Ja, also ich habe mehr als 20 cm. Ja, genau. Also nicht falsch verstanden. Nein, nein. Ja, ich habe es gut begriffen. Und wie geht das? Du musst ein bisschen ziehen. So. Ja, ja. Ja, also, das wäre mal ein Anfang. Ja, das wäre vielleicht ein Ohrring oder so. Ja. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das funktioniert. Herr Schiess, kann man daraus etwas machen? Ich nehme es mal mit her. Ha? Geht das? Ich nehme es mal mit her. Ja, wir können ihm noch mehr abholen. Dann gehe ich auf ihn zu. Ja, das gehört auf ihn zu. Gut, genau. Also, mein Lieber, nimm Platz. Danke. Ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht wieder Samson deiner Kraft beraubt. Ich fühle mich ein bisschen blutig jetzt. Jetzt. Ja, genau. Du bist im Kreis Keib im Langstrassenquartier daheim. Was zieht dich dir da? Ja, also,
so wie es halt in einem Zuhause ist. Also ich funktioniere halt dort, ich halte meine Menschen dort, mein Umfeld ist dort zuhause. Ich nehme an, du bist auch dort umeinander, wo du zuhause bist. Mhm. Also was ich natürlich am Langstrassenquartier schätze, ist, dass es sehr multikulturell ist, dass es sehr viele verschiedene Arten von Menschen herum hat, dass sehr viel passiert, wie es mir sonst halt meistens auch ein bisschen zu langweilig wird, wobei ich auch sehr die Ruhe ab und zu mal zwischendurch wieder schätze. Jetzt für viele Leute ist ja gerade das Fremde etwas Beängstigendes. Wie meinst du jetzt Fremde? Menschen mit anderer Hautfarbe, ja. Die schmecken anders, die benehmen sich anders. Das Problem ist ja, dass das in der Stadt so nie wirklich ein Problem ist. Also, ich glaube, das Problem besteht dort, wo es die Diversität nicht gibt, oder? Aber ich fühle mich wohl so dort, wo ich wohne. So. Bist du schon ein bisschen so aufgewachsen? Du bist zu Horge daheim gewesen? Ja, natürlich. Also ich bin zu Horge aufgewachsen. Natürlich, Horge ist sicher ein Schmelztiegel für multikulturelle, verschiedene Kulturen. Also von dem her, ich habe schon als im Kindesalter, meine ersten Freunde waren Tibeter, meine zweiten Freunde sind Türken, Albaner. Ich bin aufgewachsen in einem multikulturellen Gebiet, sozusagen. Und einfach das Quartier, wo wir gewohnt haben, war sicher sehr multikulturell. Und von dem her kenne ich auch nicht sehr viel anderes. Um dich kommt man ja nicht um im Langstrassenquartier. Das sagst du jetzt? Jawohl. Also, du veranstaltest Partys und bist Türsteher. Ja, also beim Türsteher muss ich dich ein bisschen korrigieren. Es ist nicht ein Türsteher, so der Tebös, der an der Tür steht. Wir sagen dem, dass ich Selektion mache. Das heisst, ich arbeite in einem Club an der Langstrasse. Selekteur sozusagen. Selekteur, genau. Ich entscheide eigentlich, wer rein darf und wer nicht. Also, da machen wir sich viele Freunde, oder? Natürlich. Deswegen bin auch ich dort. Nein, du verstehst, was meinst du, natürlich, ein Club muss gewisse Sachen berücksichtigen. Also man hat nicht gerne sehr viele betrunkene Menschen drin, nicht gerne Prostituierte drin, natürlich keine Drogendealer, aber auch nicht zu viele Männer zum Beispiel. Niemand geht gerne an einen Hodenball oder so. Weißt du, was man, also wenn, es ist immer gut. Es kommt wenn, darauf ab. Es kann, ja, ja, es kann passieren. Ja. Es kann passieren. Aber so in den Clubs, wo ich arbeite, ist eine gesunde Mischung zwischen Mann und Frau für die Stimmung sehr wertvoll. Und wie spürst du, ob der Mensch, der vor dir steht, der richtige ist? Ja, da geht es ein bisschen um Feingefühl. Natürlich, ich arbeite glücklicherweise in einem Club, der relativ alternativ ist. Also optische Erscheinungen oder so werden dort natürlich nicht. Also ich bin nicht jemand, der jemanden nicht reinlässt, weil er die falschen Schuhe trägt oder so. Es geht natürlich eben um den Alkoholpegel zum Beispiel. Oder es geht mehr um so Sachen, ob man jetzt ein bisschen spürt, warum jemand da ist. Am liebsten haben wir natürlich Menschen, die wegen der Musik dort sind und eine gute Zeit haben. Und dann um das soll sie einem Nachtleben gehen. Also eine gute Zeit und sich selber zu zelebrieren. Und ja, da gibt es den einen oder anderen Trick, den man anwenden kann, wo man natürlich in einem Gespräch mit dem Gast sehr schnell herausfindet. Also das heisst, du schnörrst mit den Leuten, bevor du sagst ja oder nein? Ja, in der Regel schon. Also natürlich geht es auch darum, dass ich die Stammkunden kenne oder dass ich weiß, wer auf der Gästeliste steht oder so. Wobei wir grundsätzlich offen sind für alle Menschen. Und wenn jemand nicht gerade sich wie der Hinterletzte benimmt, dann soll der auch eine gute Zeit haben in dem Ort, wo ich arbeite. Du beobachtest extrem gerne Leute. Wo machst du das? Ja, also beobachten ist etwas, was ich schon seit Kind eigentlich immer gerne gemacht habe. Oder? Wo ich auch, ich glaube, so zu einem gewissen Grad meine Sinne ein bisschen geschärft habe. Ich bin gerne an öffentlichen Plätzen und beobachte Menschen und male mir meine Geschichten aus zu diesen einzelnen Menschen. Das sind jetzt nicht in Vorurteile oder so ausarten. Ich mache das eher einfach für mich selber als Schule. Was sind denn so öffentliche Plätze, wo du hockst und schaust? Natürlich, in meinem Quartier an der Langstrasse, manchmal hocke ich dort an einem Platz oder ich hocke an einen Hauptbahnhof. Oder, ein Hauptbahnhof? Ist auch schon vorgekommen, doch. Und stundenlang, oder? Ja, manchmal stundenlang. Ein Bahnhof hat für mich immer so einen Ort, wo etwas kommt und geht. Und es hat für mich immer so etwas mit dem Leben zu tun, wenn es so kommt und geht und die Leute warten. Die sind ja nicht freiwillig dort meistens. Die sind ja dort, wie sie entweder irgendwo hin müssen oder von irgendwoher kommen. Und das ist so ein Zwischenpunkt. Dort sind die Menschen meistens am blutigsten. So, also habe ich das Gefühl, das ist so dort, wo sie
vielleicht noch am ehrlichsten sind. Die mit dem Handy in der Hand, die es nicht aushalten ohne, ohne Ablenkung sonst. Oder die, die am Treffpunkt warten, bis ihr Date kommt. Oder was oder eben der nicht kommt. Das gibt alles. Das gibt alles. Ich habe beispielsweise vor ein paar Wochen in Perla Mode an der Langstrasse die schöne Installation beobachtet. Die haben so ein Kino gemacht, wo sie einfach so die Läden zu der Langstrasse aufgemacht haben und Mikrofone draussen ausgestellt haben. Und wir sind dort gehockt und konnten 90 Minuten lang zuschauen, wie Leute durchlaufen und was die miteinander reden. Und das war für mich so etwas vom Erfrischendsten, was ich in der letzten Zeit erlebt habe. Ist das für dich auch etwas, was dich inspiriert für deine Texte, die du schreibst? Ja, natürlich. Also ich glaube, man schult schon auch so durch so Übungen oder Zeitvertreib, schult man natürlich schon auch ein gewisses Verständnis für Menschen. Und meine Musik, die ich ja mache, ist für Menschen. Und ich erzähle gerne Geschichten. Und natürlich glaube ich, zu behaupten können, dass das meine Sinn schult. So. Was würde auf deiner Visitenkarte stehen, wenn du eine hättest als Beruf? Wer weiß das schon? Vielleicht, ich würde vielleicht so. Es ist eine schwierige Frage. Ich weiß nicht, was draufschreibe. Ich glaube, in erster Linie sicher Musiker würde ich draufschreiben, weil das ist, was ich momentan am intensivsten verfolge und auch so minimiert die zu einem Stück weit zahlt. Also, so gut wie es halt geht. Fehlt manchmal ein bisschen etwas? Ich kann nicht mit dir über Geld reden. Weißt du, ich will auch nicht sagen, von wo das alles kommt und so, aber es ist auf jeden Fall. Es funktioniert. Ja, okay. Du rappst, du machst Texte über die Schweiz unter anderem und über die Menschen von der Schweiz. Was hast du für ein Bild von unserem Land? Ich habe eigentlich grundsätzlich ein sehr schönes Bild von dem Land, wo wir leben. Es ist wunderbar, dass da alles so wirklich gut funktioniert. Und die meisten Probleme, die wir haben, sind ja so Erstweltprobleme. Und ich will das ja auch nicht überbewerten oder irgendwie sagen, so, wir müssen uns mega schlecht fühlen, dass es uns so gut geht. Ich glaube, es gibt ein subtiles Bewusstsein so unterhalb vom Schweizersein, wo ich das Gefühl habe, ist nicht alles ganz in der Ordnung. Mhm. Aber ich will nicht die Schweiz in Frage stellen. Liegt das da vielleicht ein bisschen daran, dass der Wohlstand träge macht und einem verführt zu jammern? Ich glaube, du hast meine Platte gelöst. Genau. Ja, ich habe dort eine Ziele gesagt, wo ich darauf eingehe, dass ich das Gefühl habe, dass Schönheit bequem macht und die Köpfe auch ein bisschen leer macht. Das ist die eine Ziele, die ich da sehe. Und hinter der stehe ich natürlich auch, weil ich der Überzeugung bin, dass wenn alles um einen herum eigentlich wunderbar und super funktioniert, dass man dann nach sehr vielen Kleinigkeiten sucht, die man daran ärgern kann. Ein kleiner Einblick in das, was du machst, möchte ich gleich jetzt noch zeigen. Ja. Nämlich, es ist Winter in der Schweiz und wir haben ein wunderbares Video, wo du die Schweiz in ganz verschiedenen Facetten zeigst. Einen kleinen Ausschnitt davon, wenn wir jetzt anschauen. Gerne. Das ist der Winter für die Schweiz, jeder Sommer geht vorbei. Eine Stadt wird noch geliebt, solange funktioniert. Und darum siehst du deprimierte Gesichter, wenn du schaust, wird die deponierte Gefühl wandelt sich in Wut. Es ist ein schöner Versuch, unsere Demokratie. Aber wo führt sie hin? Der Mantel, den sie trägt, behaltet sie bedeckt. Es hat immer nur einen drunter Platz, wo sie versteckt. Doch jetzt ist Winter in der Schweiz. Es ist Winter in der Schweiz und es sind gleichzeitig auch noch Silvesterkläus da. Etwas, wo der Herr Schiess ja früher sehr engagiert war in diesem Brauchtum. Also das Ja sagen zu dem, was hinter einem als Kulturgut ist, das ist auch ein Teil des Jungseins und des Können darüber nachdenken und kritisch bleiben. Ja, also ich finde vor allem, die Silvesterkläuse haben auch etwas Rebellisches an sich. Darum hat der Regisseur, mit dem ich das Video gemacht habe, Cyril Schäublin, auch vorgeschlagen, dass wir im Appenzell filmen an dem Brauchtum. Ich habe das zum ersten Mal gesehen und es war eine wunderschöne Erfahrung für mich, die Menschen zu sehen, auch singen. Das gehört mir jetzt im Video natürlich nicht. Wie die schönen Urjodel, die die von sich gehen. Ich habe dort ein bisschen Heimatgefühl entdeckt, obwohl ich das vorher so nicht gekannt habe. Schön. Und jetzt drücken wir dir den Daumen, dass das Video ausgezeichnet wird. Das ist nämlich mit an den Solothurner Filmtag und einer der
grossen Favoriten für einen Preis. Also. Ja, also das würde ich jetzt so nicht sagen. Morgen wird denn das auskommen, wie denn das aussieht. Also, drücken wir den Daumen. Danke vielmals. Lieber Daniel Skor, danke vielmals. Danke, alles Kurt. Gute. Du bist ein wunderbarer Mann. Danke schön. Meine Damen und Herren, jetzt tauchen wir ein in eine Karrieregeschichte, die ziemlich einzigartig ist, nämlich die Geschichte der Karriere eines ganz bodenständigen Appenzeller-Bub. Er ist in der Zwischenzeit Chef, Ballettchef und Choreograf von der Deutschen Oper am Rhein. Jemand, der früher als Tänzer und jetzt heutzutage mit seinen Choreografien weltberühmt worden ist und von sich sagt, man müsse, glaube ich, ein bisschen wahnsinnig sein, dass man das so macht. Ja, bam, bam, six, up, up. Ja, wahnsinnig sein muss man. Und dass daraus so weltberühmte Choreografien entstehen, das braucht auch Disziplin und unheimliche Inspirationen. Die hat er absolut. Und seine Ballette sind nicht nur wunderschön, sondern sie sind immer auch überraschend, sie sind witzig und man weiß nicht genau, wie es rauskommt. Ja, und hier ist er. Herzlich willkommen, Martin Schläpfer. Martin, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Viel Platz. Martin, ich habe es gesagt, als Appenzeller Bauernbub plötzlich Tänzer geworden. Was hat eigentlich den Ausschlag gegeben, dass du diesen Weg gewählt hast? Also ich bin einfach gesehen worden auf dem Eisfeld, weil ich ein bisschen Schlittschuhlen das Hobby. Und Marianne Fuchs, Ballettlehrerin in St. Gallen, hat mich gesehen, ein Chor laufen zu Beethovens Fünfter. Ich sagte dazu nichts und hat mich dann gefragt, ob ich das Ballett. Ich habe nicht gewusst, was das ist. Es war also auch nicht ein Traum oder ein Wunsch. Und dann bist du heim und hast gesagt, Papi, ich gehe ins Ballett. Etwa so, ja. Also, ich weiß es genau nicht mehr. Ich weiß einfach, dass es eine große Diskussion gegeben hat. Und, viel weitere noch gekommen sind. Mein Bruder hat einen Satz gesagt, das mag ich mich erinnern, der Rudi. Ich glaube, der Vater hat das nicht so ernst genommen. Und er hat gesagt, wenn er ihn gehen lässt, müsst ihr ihn dann machen lassen. Irgendwie in diese Richtung. Und ich bin dann gegangen in die erste Stunde und das hat mich gepackt. Und dann habe ich das eigentlich durchgestiert. Ja, am Anfang hat vielleicht der Vater und die Mutter gemeint, das sei jetzt einfach so ein Hobby und du machst das so nebenbei. Aber die hat ja wirklich den Virus vom Ballett gepackt. Ist denn noch eine grosse Hürde zu nehmen? Ja, und auf jeden Fall. Und die ist da die eineinhalb Jahre eigentlich immer da gewesen, bis ich dann durch den Prix de Lausanne konnte, auf London und sich das legitimiert hat, dass ich vielleicht genug begabt bin, das auch beruflich zu machen. Ich kann das aber auch verstehen, dass Eltern Mühe haben und dass man vielleicht den Begriff, der Bub ist begabt, der sollte Tänzer werden, das ist natürlich, was heisst das? Und kann er davon leben? Und, das ist wahrscheinlich die grösste Angst, die man als Eltern hat. In so einem unter Moment. Vielen anderen, eine. Ja. Martin, du bist nachher als Tänzer extrem erfolgreich gewesen, charismatisch. Du hast die Leute begeistert, hast einen riesigen Fanclub gehabt. Was macht denn die Ausstrahlung eines Tänzers aus? Was hast du das Gefühl, was die Leute so elektrisiert? Also es ist grundsätzlich natürlich etwas, was man nicht erklären kann. Das ist, ob es im Fernsehen so ist oder auf der Bühne. Es passiert auch nicht so häufig. Ich glaube, man sollte es auch nicht erklären. Es sind meistens Personen, die sich ein Stück weit so loslassen können, dass sie sehr wahrscheinlich
in eine Reinheit, in einen Urzustand, in eine Sonnigkeit oder auch in eine Schwermut fallen, die nicht mehr vom Ego eingepackt wird und kontrolliert wird. Und somit werden halt Archetypen angesprochen und die Leute fühlen sich berührt. Sehr wahrscheinlich geht es in dir richtig. Aber genau sagen, was das ausmacht, warum neben die Leute berührt und die Person daneben gleich gut singt und es jetzt einfach nicht macht, ist, glaube ich, very difficult to say. Ist das Geheimnis? I think so. Dir hat das Mittelmass nie gelangt. Ist das auch eine Belastung? Ist sicher auch eine Belastung. Wobei ich damit nicht behaupten will, ich sei nicht mittelmäßig. Ich finde einfach, irgendwie ist es in meiner Natur. Und vielleicht, weil ich nicht gläubig bin, kompensiere ich das. Dass ich nicht nach einer spirituellen oder göttlichen Erhöhung mich sehne, vielleicht schon sehne, aber nicht daran glaube, dass ich das irgendwie anders versuche zu suchen, aber auch zu finden, wenn es auch nur momentan ist. Und ich finde, halt, die Menschen haben so ungeheuer viel Wissen und so ungeheuer viel Potenzial, aber eigentlich im Kollektiven gesagt, machen wir relativ wenig draus und lernen auch nicht viel. Und so ist das vielleicht ein kleiner Versuch, für mich selber zu sagen, okay, Schläpfer, it's okay, you're around. Ich meine es jetzt nicht schwermütig, aber irgendwie schrauben es dort her. Ja. Und die eigentlich immer herauszufordern. Du hast in den Anfangs 90er Jahren aufgehört zu tanzen, du hast eine Weile Schule betrieben und bist nachher zack einfach Ballettdirektor in Bern geworden, ohne je vorher eine Choreografie gemacht zu haben. Ja. Mit welchem Gefühl übernimmt man denn so eine Kompanie und sagt, oh, ich kann auch choreografieren? Also ich war ein erfahrener Tänzer, habe mit vielen Choreografen gearbeitet, die ein sehr hohes Niveau hatten. Ich durfte das dürfen. Ich habe erlebt, dass ich sehr gut ausgebildet wurde. Ich hatte also auch unter den Pädagogen potente Lehrer. Das ist eine Basis, wo man sagen kann, das könnte lange ein Direktor sein und eine Company zu leiten. Dadurch, dass ich natürlich auch unterrichtet habe. Choreografieren wollte ich nie. Ich habe mir das nie gewünscht. Das musste ich, weil ich zu wenig Geld hatte. Und ich habe natürlich dann sofort auch Gäste gebunden. Also Gastchoreografen im Fall, wenn ich eben dort wirklich scheitere. Und es ist wie bei allem eigentlich. Tanz war nicht mein Wunsch. Unterrichten schon gar nicht. Choreografieren auch nicht. Es sind dann mehr Entscheide, wo man nimmt und dann versucht man dort intensiv irgendwie Tiefe zu bohren. Ich war aber immer für mich klar, dass ich es wegwerfen würde, wenn ich nach 10 Jahren nicht einigermaßen das Gefühl habe, es ist gut also, genug. Also futschiessen musst du es nicht. Deine Choreografien sind in der Zwischenzeit weltberühmt. Du bist jetzt sogar letztes Jahr ausgezeichnet worden vom Bundesrat mit dem ersten Tanzpreis, Berset. Und kannst wirklich das machen, was dir Spass macht. Jetzt frage ich mich natürlich immer wieder, wie kommt so eine Choreografie zustande? Was ist denn so der erste Schritt, wenn man Töne in Bilder und in Tanz, in Bewegungen muss umsetzen? Bei jedem Choreograf anders. Es gibt Leute, die mehr konzeptionell arbeiten, die zuerst eine Handlung haben oder eine Idee und dann die Musik suchen. Bei mir ist es ganz sicher immer die Musik. Und dann lese ich um den Komponisten herum, um die Zeit, wo es entstanden ist, aber und dann entscheide ich mich entscheiden, ist es ein Stück, wo ich eventuell einen Schlüssel, einen Drei kriege, weil wir dürfen nicht, das ist zu wenig heute Musik zu vertanzen. Das ist kein Theater. Theater hat auch immer einen intellektuellen Anspruch und Tanz ist ja auch Theater. Insofern braucht man dann immer auch einen Schlüssel, wenn man einen Schubert nimmt, was macht man mit dem Schubert? Man kann den nicht einfach die Musik räumlich und mit den Menschen darstellt, das ist als Schrauben zu wenig. Eine Schraube, eine ganz wichtige, sind natürlich Tänzer. Ja. Also, sind die für dich sozusagen der Pinsel oder das Werkzeug oder auch nur ein Schräublisch, oder sind sie auch Ideengeber? Auf jeden Fall das Zweite. Es ist unterschiedlich, je nach Stück nehme ich sehr viel ab von den Tänzern. Ich bin sicher nicht ein demokratischer Schaffer im Sinn, wo man sagt,
lass uns, Entschuldigung, mein Sprachmix, dass wir sagen, jetzt suchen wir zwei Wochen zusammen in der Improvisation, Schrittmaterial. Das hat aber auch damit zu tun, dass ich Zeit nicht habe, ich bin Direktor. Aber ich nehme wahnsinnig viel ab, was kommt davon einige. Ich rede auch viel, ich erkläre auch viel. Ich finde wahnsinnig wichtig, wie geht es der Person dabei. Und wenn es ihr gut geht, heisst das aber nicht, dass das Stück oder der Schritt gut ist. Das ist mehr so eine Temperatur herausfinden. Also, so. Wenn man dir zuschaut, wie du choreografierst, dann bist du ja, wir haben da ein paar Impressionen, bist du mit Liebe und Seele dabei. Da spürt man auch die Passion und die Leidenschaft, die dahinter ist. Das ist ja auch etwas, wo man so viel von sich selber preisgibt. Also ich denke, eben, preisgeben ist etwas, wo man absolut darf tun. Das ist auch nichts Intimes, weil es geht uns allen etwa gleich, oder? Mhm. Also. Das heisst, man muss selber. Da habe ich jetzt einfach Freude an der Synkopierung oder von der Musik. Man muss wirklich jetzt auch selber können zeigen, was man im Kopf hat, den anderen. Also das ist natürlich jetzt ein Film von 10 Jahren und da, das bin ich schon noch. Aber ich inzwischen hocke viel mehr ab, weil man kann natürlich Tänzer auch zudecken, indem man immer vortanzt. Und man kann natürlich auch vermeiden, dass das Gegenüber sagen kann, du, das ist ein Seich. Mhm. Warum machst du es? Weil man permanent tanzt und sie müssen es dann kopieren. Da, heute hocke ich ab und schaue. Und öffne mich, dass es ein Gegenüber gibt. Mhm. Und das ist eine viel kreativere, auch eine psychisch interessantere Situation als jetzt so. Aber es kommt ganz darauf an, wie viel Zeitdruck man hat. Wie reagierst du, wenn du etwas im Kopf hast und die Bewegungen nicht entstehen? Wirst du unausstehlich? Nein, ich glaube, ich suche gerade einen anderen Ausgang, wo der Bach auch weiter kann. Mhm. Ja, I try to flow. Mhm. Ja. Und wenn es schlecht ist, dann breche ich ab und sage Tschüss. Ich bin nie jemand, der döktert. Mhm. Du hast, ich habe das vorhin gesagt, immer dich selber auch in Zweifel gezogen. Ist das manchmal schon eine Belastung im Leben? Ja, look, ich finde, alles hat 50% Gutes und 50% Schlechtes. Und wenn es 52% gut ist und der Rest schlecht ist, ist es ideal. Ich finde es einfach relativ unausstehlich, wie viele selbstgefällige, saturierte Menschen es gibt. Also wie sicher die jetzt sind, gerade in der Kunst, und denken, die haben jetzt eine Message. Und das regt mich ein bisschen auf. Und vielleicht mache ich jetzt den Gegenpol stark, dass ich Zweifel, aber es ist nicht eine Koketterie. Ich finde schon, es macht am frisch, es bleibt am wach. Man hockt nicht her und denkt, ja, ist in Ordnung. Ich denke, mit der Theaterarbeit ist das eine Basis. Wir sind subventioniert. Also wir müssen schon. We should try to be extraordinary. Ich sage also, nicht, man sollte selber wirklich auch sich antreiben, also, ich glaube, und das ist der Mindestanspruch. Ja. Du bist jetzt gerade in Zürich am Proben. Ja. Und hast du eigentlich ein Heimspiel? Mit welchem Gefühl? Also ich freue mich, hier zu sein. Das lüge ich nicht. Und je älter ich wäre, kommen auch die Sehnsucht nach der Schweiz oder sagen wir die sogenannten Heimatgefühle eher wieder führen. Ich freue mich, Schamper hier zu sein. Und ich danke Christian Spucker für die Einladung. Ich bin jemand, der sehr vorsichtig ist mit Stück weggeben. Es ist erst mein viertes Stück, das ich weggebe, in 20 Jahren. Ist sicher auch appenzellerisch, die Reserviertheit. Man ist zwar wahnsinnig nett und offen, aber hat dort dann auch die Läden zu. Mhm. Also ich bin wahnsinnig vorsichtig. Aber ich freue mich, hier zu sein. Schamper. Und danke dir auch für die Einladung. Ich würde auch sagen, dass ich dir nie vergesse, du bist, als ich in Bern war und alle mich eigentlich angezweifelt haben.
auch Kritiker in der Tanzszene, dass ich das überhaupt kann, weil ich ja so fragil bin. Du bist eigentlich der Erste, der auch Filme über mich und meine Arbeit gemacht hat. Und das habe ich bis heute nicht vergessen. Danke vielmals, Gern Martin. Viel Erfolg. Ja, danke. Alles Gute. Schön, dass du da warst. Die Geschichte, meine Damen und Herren, was im nächsten Gespräch geht, die ist sehr berührend. Mutter, die schon zwei Kinder hatte und mit dem dritten Kind schwanger ist, ist plötzlich mit der Tatsache konfrontiert, dass das Baby mit einem schweren Wasserkopf wird auf die Welt kommen. Was für die meisten Menschen eine Belastung war, ist für sie und ihren Mann, für die Familie selber, eigentlich eine Herausforderung war und überhaupt keine Belastung, sondern eine Bereicherung. Was alles mit einem selber passiert, wenn jetzt das Kind nach zwei Jahren trotz allem plötzlich stirbt und nicht mehr da ist, das erzählt Evelyn Kaufmann. Frau Kaufmann, guten Abend. Schön, guten Tag. Frau Kaufmann, zwei Kinder schon gesund in den Heimen. Ihr seid schwanger mit dem dritten, das Wunschkind. Monat vor dem geplanten Geburtstermin in einer Untersuch beim Arzt. Und da ist eine ziemlich schwierige Diagnose herausgekommen. Ja, wir waren in der 34. Schwangerschaftswoche und konfrontiert wurden damit, dass das Kind einen Wasserkopf hat. Und nachher sind natürlich viele Untersuchungen losgegangen. Wir sind in die Frauenklinik verwiesen worden mit der ziemlich schnellen Diagnose, das Kind wird wahrscheinlich nicht leben. Sie können froh sein, wenn das schnauft, wenn es auf die Welt kommt. Ach, hat man sich überhaupt etwas vorstellen jetzt als Eltern, was das bedeutet? Nein, überhaupt nicht. Das ist einfach, also wir gehen dann googeln, was aber auch nicht so sinnvoll ist. Mhm. Und nachher haben wir aber das Schöne ist gewesen, da hat es dann geheißen, ja, wir machen die jetzt ein Gespräch mit dem Kinderarzt vom Kinderspital, damit man etwas besser Bescheid wüsste. Mein Mann und ich sind in das Gespräch mit Fragen wie, müssen wir Maschinen abschalten? Oder können wir das Kind nothelfen, wenn es auf die Welt kommt? Nachher ist aber der Neurologe vor uns gehockt und hat gesagt, hören Sie, Frau Kaufmann, was jetzt möglich ist an Bandbreite, das ist so gross. Sie können sich vorstellen, wir sind aus dem Gespräch aus und haben Hoffnung gehabt, das Kind lebt, das Kind wird da sein, egal wie, es ist tipptopp. Es wird einfach als Wundertüten auf die Welt kommen. Wie eigentlich bei jeder Geburt. Nur war jetzt bei euch ein bisschen klarer, dass die Wundertüte sehr gross ist und einige Geheimnisse birgt. Mit welchem Gefühl geht man denn in die Geburt? Es waren sehr unbestimmte und natürlich auch schwierige Gefühle. Aber von dem Moment, wo wir gewusst haben, dass das Kind wirklich eine Lebenschance hat, dann haben meine Mann und ich einfach Hoffnung gehabt. Wir haben das Gefühl, das kommt gut, das ist okay. Wir sind gegangen, sie ist auf die Welt gekommen. Man konnte sie mir sogar schnell zeigen. Und sie ist nachher wirklich gerade ins Kinderspital, auf die Intensiv gekommen, wo mein Mann konnte mit denen gehen. Und das war eigentlich okay. Sie hat es jetzt super gemacht, geschnauft, alles selber tipptopp. Das Töchterli hat erzielte von Operationen müssen über sich gehen. Das ist zusammengehangen mit dem Wasserkopf. Hat man da dauernd Angst, man verliert es wieder? Oder hat man das Vertrauen in die Ärzte, dass das gut kommt? Wir haben sehr ein grosses Vertrauen in die Ärzte. Wir sind auch sehr gut aufgeklärt worden, wirklich. Und wenn das mal läuft, habe ich das Gefühl, dann gibt man das Kind ab in die Operation. Natürlich ist es in diesem Moment schwierig, aber wir haben immer das Gefühl, oh, das kommt tipptopp und es ist auch so gekommen. Wir sind also 3 Wochen nachher, da hat sie so ein Schläuchchen Kopf hineinbekommen, das das Wasser abgeleitet hat. Und 3 Wochen nach dieser Operation haben wir mit ihr heimgehen. Einfach noch mit der Diagnose, ja, ihr Kind gehört dann auch nicht gut. Und sie hat eine schlechte Körperspannung. Aber das war egal. Also wir haben sie bedingungslos angenommen, geliebt und mitgenommen. Super, unsere Tochter ist da. Habt ihr je gehadert mit dem Schicksal, dass jetzt die Tochter etwas anders auf die Welt gekommen ist als eure anderen beiden Kinder? Nie, in keinem Moment. Sie ist unter dem Strich einfach, sie ist eine riesige Bereicherung gewesen. Einfach, ich weiß auch nicht, man nimmt das Kind an, man liebt es nicht mehr und nicht weniger, einfach genau gleich wie sie. Sie ist einfach ein anders gewesen. Aber für uns war sie perfekt gewesen. Sie war Italiena gewesen und sie war perfekt gewesen, wie sie war. Wie haben die beiden Geschwister denn auf sie reagiert?
Eigentlich sehr gut. Wir haben ihnen von Anfang an natürlich gesagt, dass es schwierig ist. Wir haben auch vor der Geburt natürlich brüllen daheim. Und wir haben sie aber immer einbezogen in das Ganze hinein. Sie haben immer Bescheid gewusst. Das ist ganz wichtig, weil auch Kinder können mit diesen Gefühlen irgendwie umgehen, wenn es ihrem Mami und dem Papi nicht gut geht. Aber nachher, als sie da war, auf der Intensivstation, sind immer dabei sein. Das war so wichtig gewesen. Sie waren die Aliena, die Schläuche und die Maschinen waren zwar spannend, aber da war ihre Schwester, sie konnte sie anlängen und nachher konnten wir sie mit heimnehmen. Und das war wunderbar. Es ist eine schwierige Frage, aber es würde mich trotzdem interessieren. Es geht dem zweifellos durch den Kopf. Angenommen, die Diagnose wäre vor dem dritten Schwangerschaftsmonat gekommen, hättet ihr anders entschieden als jetzt? Nein, auf keinen Fall. Weil das war ja ein Grund, warum man es so spät gesehen hat. Also, mein Mann und ich, für uns war bei allen drei Schwangerschaften klar, wir machen die normalen Untersuchungen, aber das Kind kommt auf die Welt so oder so. Ein Abbruch wäre sowieso nie zur Frage gestanden. Mhm. Und darum sind wir eigentlich froh, dass man es so spät gesehen hat. Mhm. 2 Jahre lang ist alles einigermaßen gut gegangen und plötzlich hat sie Probleme bekommen, eure Tochter. Also wir hatten 2 super schöne Jahre gehabt, natürlich mit verschiedenen Therapien mit ihr, weil sie sich halt ein bisschen langsamer entwickelt hat wie diese. Aber das ist wirklich gut gegangen. Und wir haben aber immer gewusst, dass das Schläuchli, das sie im Kopf hatte, das kann verstopfen und das kann eigentlich ein Problem geben. Aber wir haben nie damit gerechnet, dass das so schwerwiegende Folgen haben kann. Aber es ist dann wirklich einmal zur Nacht verstopft. Ich habe angerufen, das Kispi. Ich bin gerade rein mit ihr. Sie haben gerade operiert. Die Operation ist gut gegangen. Das war am Freitag auf Samstag zur Nacht. Und nachher, am Sonntagmorgen, hatte sie das Gefühl, sie verwache wieder. Und am Nachmittag hatte sie keine Hirnströmung. Und dann sind wir eigentlich von jetzt auf sofort mit dieser Diagnose konfrontiert gewesen. Hirntod. Also, das heisst, völlig überraschend in dem Sinn für euch, ist der Hirntod eingetreten. Ja. Fast von jetzt auf sofort. Also es war wirklich schwierig. Wir hätten nie mit dem gerechnet, weil wir das Gefühl hatten, sie verwacht wieder. Das war aber dann leider ja nicht der Fall. Jetzt seid ihr mit der Tochter, die hirntot ist, im Spital und seid von den Ärzten relativ rasch mit einer anderen Frau konfrontiert worden. Ja, das war noch speziell. Wir waren dort in dem Zimmer und danach habe ich so aus meinem Impuls gesagt, aber jetzt tut mir das Kind abkabeln. Ich muss sie bei mir haben, ich muss sie spüren, ich muss sie unbedingt bei mir haben. Und dann hat es geheißen, nein, wir müssen zuerst ein Gespräch haben. Und ich habe gedacht, ja gut, dieses Gespräch haben wir schon viel gehabt, also eins mehr. Dann sind wir auf dem Weg ins Chefbüro, hat mein Mann so zu mir gesagt, weißt du was? Jetzt geht es um die Organspende. Um die Organspende? Genau. Und nachher da habe ich wirklich gedacht, ja, das könnte es sein. Dann sind wir in das Büro gekommen, so war das auch. Was gäbig war für uns, wir haben uns schon 20 Jahre vorher für uns die Frage mal gestellt. Wir haben beide einen Organspendeausweis auf uns. Und darum war es auch in dem Moment klar, dass auch Aliena ihre Organe geben wird. Es ist wie das einzige Sinnvolle, was man noch machen kann in diesem Moment. Es ist ein schwieriger Moment. Also, ja. Das Kind liegt an Kabel, wird noch künstlich am Leben erhalten, ist eigentlich vom Hirn her bereits tot. Als Eltern hat man einen ganz tiefen Schmerz in sich. Die Ärzte führen mit einem das Gespräch. Hat man da nicht gerade in diesem Moment eine Wut auf Spital und auf alles drumherum, dass Sie jetzt über das noch reden? Nein, überhaupt nicht. Wir haben das nie gehabt. Das ist vielleicht, wir sind wirklich super gut betreut gewesen, immer. Und den Weg haben wir zusammen gemacht. Und es war ja wie nicht anders möglich gewesen in dem Moment. Klar ist das schwierig, jetzt zu akzeptieren und dann noch die Frage. Aber man muss sie ja dann stellen. Und vor allem im Nachhinein muss ich sagen, wenn wir hier nachgegeben hat, quasi in meinem ersten Impuls und wirklich abgekabelt hat, dann wäre sie vorbei gewesen. Mhm. Das wäre unverzeihlich gewesen, wirklich. Weil das ist etwas von den Sachen, die auch ich jetzt im Nachhinein, wenn man einfach merkt, es leben verschiedene Kinder mit diesen Organen weiter, das hat so wirklich ein schönes Gefühl, finde ich, vermittelt einem das. Mhm. Ist die Angst einmal aufgetaucht, dass jetzt plötzlich das Kind zum Ersatzteillager wird, sozusagen, hat man da Momente gehabt, bis man es wieder in den Armen hatte, das tote Kind, wo man zweifelt hat oder wo dir zweifelt hat? Nein, nein, ich habe keinen Moment zweifelt. Es war mir so, dass es am Sonntag zu Abend abgeholt wurde mit der Rega.
Und nachher am Montag, das war dann wirklich ein schwieriger Tag. Einfach so, dass mir weiss, das Kind ist noch warm, aber tot, oder? Und dann habe ich habe vom Spital eine Nummer bekommen, zum Anrufen, wo ich zwar dachte, die brauche ich sowieso nicht. Aber am Montag Nachmittag habe ich wie aus dem Dings raus gewusst, ich muss jetzt dort anrufen. Ich muss jetzt einfach wissen, was machen die mit unserer Tochter? Was geht? Und das war wirklich ganz toll gewesen. Ich habe super gute Auskunft bekommen. Und zwar von der Organspendekoordination, wo wirklich, wo ich gemerkt habe, die sind immer bei ihr dabei gewesen und immer der Gleichling ist wirklich mit ihr den Weg gegangen. Und plötzlich habe ich gemerkt, das ist so wichtig gewesen. Und auch zu hören, was geht in dem Moment, was macht man, wann werden die Organe noch und was und wie. Einfach das Ganze drumherum, dass ich das mitbekommen kann. Also die Begleitung jetzt so gerade von so einer Person, die dir vertrauen kann und die euch informiert hat und in dem Sinne auch die Angst genommen hat, dass irgendetwas Komisches passieren könnte, das war ein wesentlicher Teil auch während dieser Zeit für eure Ruhe. Während dieser Zeit und auch nachher. Ich konnte wirklich mehrmals nachher mit ihm telefonieren. Ich konnte immer anrufen, wenn ich wieder eine Frage hatte. Und das war ganz wichtig, wirklich. Und nachher, was auch noch wichtig war, ist, dass wir haben uns im Kispi gesagt, sie kommt wieder zurück ins Kispi. Und das war ganz wichtig, der Prozess vom wirklich Abschied nehmen. Mhm. Wo das Kind wieder retour kommt und sie ist so schön wieder auf die Intensiv gekommen. Nicht irgendwoher, sondern, also man kann nicht sagen, wir waren heimisch dort, aber wir haben das gekannt. Dort, wo sie es zum letzten Mal gesehen hat und in dem Sinne auch den Moment erlebt, wo sie gestorben ist. Hat die Reaktionen bekommen von den Kindern, die die Organe bekommen haben? Ja, das ist möglich. Also natürlich anonym, also mit Schreiben haben wir aber so Dankeschreiben bekommen. Wobei für uns nicht einmal der Dank im Vordergrund gestanden ist, sondern es ist so schön, wenn man wie die andere Geschichte auch hört. Weil unsere Tochter lebt die anderen weiter und wir hört, wie es denen geht. Dann schreibt man, wie sie sich jetzt fühlen. Und das ist wirklich also ein extrem schönes Gefühl. Wie sind die Geschwister damit umgegangen? Also, ihr meint mit dem Tod, oder? Ja, und auch mit der Tatsache, dass jetzt andere Kinder Teile von ihrer Schwester als lebensnotwendigen Inhalt von ihrem Körper haben. Sie haben das eigentlich sehr gut angenommen, obwohl es für sie das mit der Organspende zum Teil noch schwierig ist. Sie sind noch fast ein bisschen zu klein, um wirklich nachvollziehen, was hier genau geht. Aber ich finde, sie haben es gut angenommen. Und es war vor allem ganz wichtig, dass sie immer dabei waren, auch bei dem Abschied nehmen von ihr zusammen im Spital als Familie. Es hat so viele Leute gegeben, die das Gefühl hatten, ah, das ist ja verrückt, man kann die Kinder nicht mitnehmen. Nein, das ist ganz wichtig, weil man kann nichts verarbeiten, was man nicht als Weg miteinander gemacht hat. Einfach zusammen und das spüren. Und das ist wirklich ganz wichtig. Frau Kaufmann, ganz herzlichen Dank für den Einblick. Und ich bin sehr beeindruckt und ich glaube, es geht vielen, die jetzt zugelassen haben, ähnlich, wie dir ein Schicksal angenommen hat und damit mit aller Tragik, die es hat, auch etwas Positives durch das erreicht hat. Weil herzlichen Dank. Danke. Meine Damen und Herren, das Leben ist fragil, ist zerbrechlich, aber man kann aus dem Schicksal auch etwas Positives herausholen. Und wenn wir das euch auch ein bisschen zeigen konnten, dank der Frau Kaufmann, dann freut mich das. Und wir haben natürlich schon nächste Woche wieder vier spannende neue Lebensgeschichten parat. Aber jetzt geht es erst einmal weiter mit dem NZZ-Format. Die tauchen auch fest ein ins Leben. Und wir sehen uns hoffentlich nächsten Donnerstag wieder. 20 ab 10 bei dieser Sendung, wo man nie nur aus Langweile schaut. Und da zähle ich natürlich auf euch. Gute Nacht miteinander. Danke fürs Zuhören. Ich beruhige Herzen. Ich bringe die Herzen zum Lachen. Helsana, die Krankenversicherung der Schweiz, präsentierte Eschbacher.